Hallo liebe Moviepiloten, eine neue Rewatch-Reihe erwartet euch. Nach Harry Potter und nach Fluch der Karibik widmen wir uns nun einem der ikonischsten Superhelden aller Zeiten. Spidey, aka Spider-Man, aka Friendly Neighborhood Spider-Man, aka Peter Parker. Ich liebe diesen Charakter, ich bin mit ihm groß geworden, ich habe die Comics gelesen und ich habe eine unfassbare Liebe und einen unfassbaren Respekt für diese Figur. Denn Spidey ist für mich etwas ganz Besonderes innerhalb des Kosmos der Superhelden. Er hat sich extrem unterschieden von anderen Figuren, die ich auch liebe und mit denen ich auch groß geworden bin. Clark Kent, Superman oder Bruce Wayne, Batman, das waren Figuren, wo ich mir immer gesagt habe, oh, es wäre so cool, so badass zu sein wie die. Oh, guck dir die an, diese richtig coolen Typen. Aber Peter Parker war einfach nur ein Junge wie wir alle. Der war selber sogar ein Nerd, der wurde sogar gemobbt und er selber hat Comics geliebt. Das heißt, uns wurde suggeriert, hey, ihr könnt auch eines Tages so werden wie Peter Parker. Und mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Interpretationen von Spidey, dass ich mir gesagt habe, nein, ich werde nicht nur über die Raimi-Trilogie sprechen. Ich werde die Raimi-Trilogie besprechen, dann die zwei Mark-Webb-Filme, dann, was kommt als nächstes? Ich glaube, die Tom Holland-Filme, dann haben wir noch einen Spin-off, Venom, und wir haben Into the Spider-Verse, einen animierten Film. Ich glaube, das sind alle Kinoleinwandabenteuer von Spidey. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Und ja, wie mit jeder Rewatch-Reihe, hier wird es zu Spoilern kommen, seid euch dessen bewusst. Jeder einzelne Film, der hier rankommt, den werde ich wirklich ausführlich diskutieren, besprechen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was mich zum zweiten Disclaimer bringt. Wenn euer Lieblings-Spidey-Film nicht mein Lieblings-Spidey-Film ist, absolut kein Problem. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr zu den einzelnen Filmen steht. Ich freue mich wirklich zu hören, mit welchem Spidey ihr groß geworden seid, wie ihr im Gesamten zu diesem Charakter steht und natürlich, wie ihr zu diesem Film steht. Aber heute beginnen wir mit Spider-Man 1 von Sam Raimi. Für mich ein Meilenstein des Superhelden-Genres. Okay, ich habe lange gewartet. Ich habe mich wahnsinnig lange darüber gefreut, über diesen Film zu sprechen. Leute, legen wir los, denn alle Disclaimer wurden disclaimed. Okay, wir müssen darüber sprechen, dass dieser Film eigentlich diesen Hype losgetreten hat, den wir heute haben. Eventuell war es auch X-Men. X-Men kam 2000 raus. Ich weiß noch ganz genau, ich habe den Film im Kino geguckt. Ich konnte gar nicht glauben, wie cool Superheldenfilme endlich sein könnten, wenn man sich an die Vorlage hält. Denn X-Men hat genau das getan. Ja, ein paar Sachen wurden umgeändert. Rogue war viel zu jung. Aber im Grunde genommen hat man die Essenz der Comics eingefangen. Den Konflikt Charles und Eric, Wolverine war super, ich weiß noch, oh mein Gott, ich liebe Marvel-Filme, wie kann das sein? Die Marvel-Filme bis dato waren eher Hit und Miss, bis auf Blade. Doch dann hieß es, dass uns ein Sam Raimi Spider-Man-Film erwarten würde. Ich war nervös, ich war gehypt und das Besondere ist, ich weiß noch ganz genau, ich bin ins Kino gegangen und auf einmal haben alle Spider-Man geguckt. Die Schlange war gigantisch und selbst Leute, die nie Spider-Man-Comics gelesen haben, wollten diesen Film sehen und ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut und das erste Mal saß ich im Kino und konnte sagen, ich kenne den Charakter, wenn ihr Fragen habt, ne, dann stellt sie mir. Ich war sowas von heiß drauf. Die Trailer sahen gigantisch aus und bevor wir darüber sprechen, was dieser Film alles erreicht hat, wie einflussreich er war, bevor wir über die Story überhaupt sprechen, müssen wir über den Mann hinter der Kamera sprechen, Sam fucking Raimi. Ich liebe Sam Raimi und Sam Raimi selbst hat eine unfassbare Liebe für Peter Parker und für Spider-Man. Abgesehen davon war das eine sehr, sehr merkwürdige Wahl für einen Regisseur, denn Spider-Man hatte ein gigantisches Budget, ist auch mega erfolgreich geworden, doch Sam Raimi kam aus einem ganz anderen Genre. Er war bekannt für seine Evil Dead Filme. Doch bis heute beneiden ihn sogar Kultregisseure wie Tarantino, wenn es um seine Machart geht, wenn es um seine Kameraarbeit geht, wenn es generell um sein Spiel mit Genre geht. Denn die Evil Dead Filme sind bis heute einfach nur ein Unikat. Der erste war noch ein dreckiger Horrorfilm und er hat sogar davor einfach eine Kamera in die Hand genommen, mit seinem besten Freund Bruce Campbell etwas Schmutziges, Abgefucktes gedreht, was im Grunde genommen so ein Prototyp für Evil Dead war. Doch dann gerade mit den Sequels Evil Dead 2 und Army of Darkness hat er auch gezeigt, dass er einen Sinn für Helden hat, einen Sinn für One-Liner hat, einen Sinn für Comics hat und ja, auch einen Sinn für Humor hat. Das heißt, er war der perfekte Mann für Spider-Man. Und wenn man sich so seine Kamerafahrten, seine Kameratricks anschaut, ist ganz witzig zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Aus diesem Shot wurde irgendwann das.
Das ist unglaublich. Und generell über Sam Raimis Einfluss werde ich immer wieder sprechen, wenn ich über Spidey spreche, wenn ich über Spider-Man 1 und generell diese gesamte coole Trilogie spreche. Wir beginnen tatsächlich mit einer Intro-Sequenz und ich bin ganz ehrlich, das fehlt mir extrem bei modernen Superheldenfilmen. Ich meine, schauen wir uns die X-Men-Reihe an. Alle Filme von Bryan Singer haben eine ganz eigene Musik. Gerade ab Teil 2 gab es diesen geilen Theme-Song von John Ottman und da haben wir diese coole Animation mit dem Mutant X-Gene. Und etwas ähnliches haben wir in der Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi und ehrlich gesagt, derartige Intros fehlen mir sowas von. Ja, jeder MCU-Film hat dieses MCU-Intro, wo man sich so selbst freut, guck mal, was für Filme wir alle schon gemacht haben. Aber mir fehlen diese personalisierten Intros und erst recht fehlen mir coole Scores, coole Filmmusik. Denn die Spider-Man-Filmmusik in der Raimi-Trilogie ist unglaublich. Diese Musik erzählt uns selbst eine Geschichte. Wenn wir ganz genau hinhören, hört sich das am Anfang an, als wenn eine Spinne herumkrabbelt. Und zum Schluss hören wir wirklich das Thema von Peter Parker. Wie er erwachsen wird, wie er zu einem Helden wird, wie er zu einem Spider-Man wird. Und generell die Animationen damals mit den Spinnenweben und den Umrissen von Spider-Man und Green Goblin fand ich schon damals wundervoll. Aber gerade in den späteren Intros, in Teil 2 und ja, auch in dem teilweise verhassten Teil 3, hat man sich wirklich Mühe gegeben, dass dieses Intro allein mit Musik eine Geschichte erzählt. Das finde ich persönlich stark. Wir beginnen mit Peter Parker, der in diesem Film auch ein Voice-Over gibt. Ich finde es cool, dass das erste Bild, das wir haben, tatsächlich ein Spinnennetz ist mit einer kleinen Spinne drin. Cooles Foreshadowing. Und Peter Parker ist nicht beliebt. Er ist der größte Loser ever, er wird ständig gemobbt. Ich fand es immer ein bisschen over the top, dass selbst der Busfahrer ihn mobbt und ihn nicht mitnimmt. Loser. Aber wir können uns von Sekunde 1 mit ihm identifizieren. Er ist der Außenseiter. Und zusätzlich ist diese Version von Peter Parker, Tobey Maguires Version von Peter Parker, hoffnungslos verliebt in Mary Jane Watson, gespielt von Kirsten Dunst. Und in den ersten 6 bis 7 Minuten lernen wir all unsere Hauptfiguren kennen, denn diese Trilogie dreht sich um 3 Figuren. Peter Parker, Harry Osborn und Mary Jane Watson. Und das Spannende ist, wenn wir uns diese 3 Figuren angucken, gerade in diesem Film geht es so ein bisschen darum, aus welchem Elternhaus sie überhaupt kommen und wie das sie prägt. Peter Parker hat seine liebende Tante May, gespielt von Rosemary Harris, und sie hat so eine Wärme, sie hat diesen Oma-Charakter, ich liebe sie. Und generell, Sam Raimi hat sich so viel Mühe gegeben mit dem Set-Design. Schaut euch mal das Haus von den Parkers an, es ist warm, es ist detailliert, es ist voller Farbe. Wir sehen uns sogar Peters Zimmer an, voller blauer Farbe, was später sehr wichtig sein wird für seinen Anzug. Und übrigens, viele, die sich auch gewundert haben, wieso kann Peter Parker so gut zeichnen und dieses Spider-Man-Outfit später so gut zeichnen? Das sind lauter Zeichnungen von ihm an der Wand. Das heißt, eigentlich ist dieses Drehbuch wesentlich cleverer, als Leute zugeben. Jedenfalls, Peter Parker hat 2 liebende Elternfiguren. Ben Parker, gespielt von Cliff Robertson, und ich liebe diesen Ben Parker. Das Krasse ist, ich sehe bei ihm nie eine Performance. Ich sehe einfach nur Ben Parker, den liebenden Onkel. Und Rosemary Harris. Dann haben wir Mary Jane Watson, ein absoluter Kontrast. Ihr Vater, wir sehen ihn kaum. Aber er sieht sie auch nicht. Er sieht sie einfach nur an wie ein Stück Dreck. Er beleidigt sie ständig und macht sie ständig fertig. Was ganz spannend ist, weil Mary Jane Watson kriegt ständig auf die Nuss von Kritikern, die sagen, sie ist ja ständig nur die Damsel in Distress, sie hat ja gar keinen Charakter-Arc. Das stimmt einfach nicht. Ja, sie ist andauernd die Damsel in Distress. Ja, sie muss ständig gerettet werden von Peter. Das bedeutet aber nicht, dass sie keinen Arc hat. Das sehe ich überhaupt nicht. Ständig wird sie runtergemacht und ehrlich gesagt, wie gesagt, dieses Beispiel, das ich jetzt wählen werde, wird ein bisschen merkwürdig rüberkommen, aber es funktioniert. Sie erinnert mich ein wenig an Bruce Wayne. Nein, sie ist kein Superheld. Nein, sie trägt kein Kostüm. Und nein, sie kämpft nicht gegen Verbrecher. Aber was meine ich damit? Ich meine die Tatsache, dass sie ständig eine Maske aufzieht und jemand anders sein möchte. Sie ist mit Flash Thompson zusammen, obwohl er ein Arsch ist, aber sie weiß, dass sie in der coolen Clique sehr schnell Anschluss findet. Aber eigentlich ist sie selber voller Komplexe, fühlt sich unsicher und spielt eigentlich nur mit diesen coolen Kids, obwohl sie sich gar nicht zugehörig fühlt. Es gibt so ein Gespräch zwischen ihr und Peter. Und Peter ist wahrscheinlich der Erste, der sie je fragt, aber was ist eigentlich dein Traum? Was möchtest du eigentlich je werden? Und das Coole ist, sie antwortet, sie möchte Schauspielerin werden. Warum? Damit sie endlich von jedem gesehen wird. Weil ihr Vater, der hat keine Augen für sie und der sieht in ihr nur Schmutz. Und das ist wirklich sehr heftig. Das ist wirklich eine krasse Charakterzeichnung von ihr. Das bringt mich zu James Francos Charakter, Harry Osborn. Sein Vater hat keinerlei Respekt für ihn. Er ist nicht so intelligent wie er. Er ist nicht das, was er sich wünschen würde. Er schafft es nicht so in der Schule. Und generell hat Norman Osborn, wundervoll gespielt von Willem Dafoe, eher ein Auge auf Peter geworfen. So, das könnte mein Sohn sein. Schaut euch an, wie clever Peter Parker ist. Und weil Peter so naiv und so gut
gutherzig ist, sieht er nicht mal, wie fertig das seinen besten Freund macht. Das heißt, direkt haben wir hier schon eine sehr spannende Charakterdynamik. Und diese Beziehung zwischen Harry Osborn und Peter wird in diesen ersten 7 Minuten schon aufgebaut. Deswegen, das Drehbuch finde ich hier wirklich fantastisch. Das bringt mich zu Norman Osborn. Weil sowohl Norman Osborn als auch Peter Parker machen nach den ersten 10 Minuten schon die ersten wichtigen Schritte für diese ausschlaggebende Entwicklung. Was meine ich damit? Peter Parker wird von dieser Superspinne gebissen und ja, dieser Film ist cheesy. Viele beschweren sich aber sagen, oh, ist der nicht kitschig? Er ist verdammt kitschig, aber das sind auch die Comics. Und ich finde, Sam Raimi ist es ziemlich gut gelungen, das Kitschige einzufangen, aber trotzdem überraschend komplexe Charakterstories zu erzählen. Aber ja, jedes Mal, wenn die Lady sagt, Superspinne, muss sich schon ein bisschen schmunzelt. Das ist sehr over the top. Abgesehen davon, deren Lehrer, der mit ihnen überhaupt diesen Ausflug macht, der sieht viel zu jung aus. Der könnte genauso gut ein Mitschüler von den allen sein. Das ist mir jedes Mal aufgefallen. Doch während Peter von der Spinne gebissen wird, experimentiert Norman Osborn an sich selbst. Was möchte er nämlich? Er hat eine neue Technologie, die möchte er an die Armee verkaufen. Supersoldaten im Grunde genommen, komplett mit einer Uniform und einem Gleiter. Aber dieses Experiment hat heftige Nebenwirkungen. Es kann Aggression hervorbringen, es kann Wahnsinn hervorbringen und ihm ist es egal. Das Spannende ist, er ist ein bisschen Peter Parker, wenn Peter Parker keinen moralischen Kompass hätte. Er ist auch brillant, er ist sehr driven, aber ihm fehlt diese Instanz. Wir erfahren sehr schnell, er hat wahrscheinlich auch kein schönes Familienleben gehabt. Er spricht auch über seine Ex-Frau recht abfällig. Ich weiß nicht, ob sie schlecht zu ihm war oder er schon immer ein Arsch war. Jedenfalls hat er nicht diesen Halt und diese Moral im Leben und das könnte aus Peter werden, denn er experimentiert an sich rum und etwas wächst in ihm. Und das ist dieser Goblin. Ich weiß, ich spreche recht komplex über diese Figur, aber ich finde, sie ist sehr unterschätzt. Und Willem Dafoe ist großartig in dieser Doppelrolle, weil es gibt Norman Osborn, der ab und zu auch noch probiert, gut zu sein. Und es gibt den Green Goblin. Und das ist der absolute Dämon. Und ehrlich gesagt, das Kostüm ist nicht so geil. Es ist sehr Power Rangers ähnlich und es hat ständig den Mund offen. Aber wenn er das Kostüm nicht trägt, einfach nur mit seinem Gesicht spielt, Willem Dafoe ist einer der besten Schauspieler da draußen und er rockt es. Er rockt auch die cheesigen One-Liner, aber er rockt erst recht diese Selbstgespräche, die ich absolut liebe. Und das Tolle ist, Peter Parker hingegen entwickelt sich ein bisschen weiter und wenn nicht dieses tragische Ereignis stattgefunden hätte, zu dem ich noch komme, dann wäre er eventuell auch ein Bully geworden, weil das erste Mal kann er sich wehren gegen Flash Thompson und er freut sich darüber. Und es gibt hier eine originelle Veränderung von der Figur Spider-Man, wo ich mich immer gefragt habe, ah, ich liebe es. Warum lieben es so viele andere da draußen nicht? Weil in den Comics hat Peter Parker Webshooters. Das bedeutet, er kann eigentlich keine Spinnennetze schießen. Er ist nicht in der Lage dazu, das zu tun. In diesen Filmen ist es organisch. Das bedeutet, es kommt wirklich aus seiner Haut. Ich fand das jedes Mal brillant. Ich habe mich schon immer damals gefragt, als ich die Cartoons geguckt habe, warum kann er das nicht? Wenn er von einer Superspinne gebissen wird und Spinnenfähigkeiten hat, warum hat er nicht diese eine Fähigkeit? Warum muss er selber was entwerfen? Deswegen, ich war immer ein Fan davon. Ich weiß, das ist sehr kontrovers, aber ich persönlich liebe es. Und ich liebe es genauso, mit ihm mitzufühlen, wie sehr er sich freut, seine neuen Fähigkeiten auszutesten. Auch das fehlt mir ein bisschen an diesen neuen Superheldenfilm. Wir hatten das letzte Mal im ersten Iron Man und im ersten Ant-Man, wo wir so ein bisschen mit Fähigkeiten gespielt haben. Wie wir sehen, wow, man entwickelt sich weiter, es wird besser. Und die Kameraarbeit übrigens macht hier einen fantastischen Job. Wenn Peter Parker durch die Gegend schwingt, haben wir echte Bilder. Das Einzige, was nicht echt ist, ist Spider-Man selbst. Aber wir schwingen quasi mit ihm mit. Und New York. Wir müssen über New York sprechen, denn sowohl die Stadt als auch die Bürger New York sind ein wichtiger Bestandteil dieses Films, sind sie. Spider-Man ist ein Held von New York, okay? Wenn man mal nach New York reist und in einen Souvenirshop geht, wird man lauter Spider-Man-Figuren finden. Warum? Spidey schwingt durch den Big Apple. Er schwingt am Empire State Building herum und so weiter und so fort. Und genau das sehen wir in diesem Bild, genau das wollen wir sehen. Der Großstadtdschungel ist der Ort, wo Peter Parker aktiv wird. Und in diesem Film geht es nicht darum, die Welt zu retten oder gegen Aliens zu kämpfen oder 20.000 andere Filme aufzubauen. Nein, es ist eine sehr simple Story. Peter Parker wird zu Spidey, Norman Osborn wird zum Green Goblin. Und das Spannende ist, Peter Parker, nachdem er sieht, okay, er kann jetzt eigentlich was aus sich machen, er hat Muskeln, er hat tolle Fähigkeiten, das Erste, was er will, ist Mary Jane beeindrucken. Deswegen nimmt er an so einem Wrestling-Match teil, um Geld zu gewinnen, um sich ein Auto leisten zu können. Und generell, auch hier, dieses Set, es bleibt in Erinnerung, Macho Man Randy Savage spielt Bonesaw, den Wrestler, gegen den Peter antreten muss. Wer meldet ihn an? Octavia Spencer. Und wer ist der Ring
Casting-Ansager Bruce fucking Campbell, aka Ash Williams persönlich. Groovy. Er ist auch derjenige, der das erste Mal sagen kann, The Amazing Spider-Man, und das ist eigentlich nicht mal Peters Wunschname. Wie cool ist es? Wie cool muss es sein, Sam Raimis bester Freund zu sein, und er erlaubt dir, den ikonischen Satz zu sagen, The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man! Das ist doch mal wahre Freundschaft. Und da wir schon von Sam Raimi erneut sprechen, sein ikonisches Auto, das wir auch aus den Evil Dead Filmen kennen, ist in diesem Film das Auto von Ben Parker. Hier sehen wir erneut die Bully-Seite von Peter, was ganz witzig ist. Mittlerweile gibt es ein Meme, Bully McGuire, erst recht seit Spider-Man 3. Aber ja, er hat so ein paar unschöne Sätze übrig für Bonesaw, er beleidigt ihn, er macht sich einen Spaß draus und er besiegt ihn. Doch, da diese ganzen Leute, die hinter dieser Wette stehen, dass er 3 Minuten im Ring mit ihm aushalten muss, da das alles schäbige Leute sind, wollen sie Peter nicht mal den kompletten Preis zahlen. Kurz darauf werden sie ausgeraubt und Peter lässt es zu. Und alles hat hier Konsequenzen. Konsequenzen ist generell das Stichwort, wenn es um Peter Parker geht. Er lässt den Räuber gehen. Was passiert? Der Räuber erschießt Ben Parker. Ich weiß, später in Teil 3 wird das nochmal Thema ein bisschen abgeändert. Darüber spreche ich, wenn ich zu Teil 3 komme. Doch Peter Parker findet seinen erschossenen Onkel auf der Straße. Und das letzte Mal, als die beiden ein Gespräch hatten, ist es nicht gerade schön ausgegangen. Denn ja, Ben Parker hat erfahren, dass Peter einen Schüler vermöbelt hat und meinte, wenn du große Macht hast, hast du auch große Verantwortung. Und Peter Parker hat ihm gesagt, du bist nicht mein Vater. Das ist ein sehr wichtiger Moment, dass er gesagt hat, du bist nicht mein Vater. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Weil was Peter Parker am Ende des Films sagt, ist, ich hatte einen Vater, sein Name ist Ben Parker. Diese Entwicklung ist die Entwicklung, die Peter in diesem Film durchmacht. Und jedes Mal bricht es mir das Herz, wenn Peter seinen Onkel findet und dann einfach nur Rache will. Er jagt diesen Typen und er hätte ihn eigentlich auch umgebracht. Letztendlich stolpert der Typ und fällt in seinen Tod. Doch das Letzte, was Peter sieht, ist, oh mein Gott, das ist der Typ, den ich habe laufen lassen. Um Gottes Willen, ich bin mitverantwortlich. Verantwortlich für den Tod meines Onkels. Und genau deshalb hat er diese eine Regel. Genau deshalb macht er, was er tut. Ich meine, seitdem ist er Spider-Man und setzt sich für die Hilflosen da draußen ein, ganz egal, wie sehr ihn diese Stadt hassen wird. Und das liebe ich an der Figur. Das Coole ist, wir sehen, wie sich Peter weiterentwickelt. Wir sehen diesen großartigen Spidey-Anzug, den ich liebe. Es ist das beste Spidey-Kostüm aller Zeiten, dass es ein echtes Kostüm ist. Sam Raimi hat probiert, so viel in-camera zu haben wie möglich. Wenn es CG gibt, ist es ein Hilfsmittel, aber es ist nie der Fokus. Da könnten sich die neuen Marvel-Filme echt eine Scheibe abschneiden. Es ist einfach was anderes. Und das Coole ist, wir sehen die Bürger von New York. Wir sehen, wie sie auf ihn reagieren. Es gibt sogar ein cooles Cameo von Lucy Lawless. Ich meine, wer Ash vs. Evil Dead kennt, kennt sie. Und wer Xena kennt, die Warrior Princess, der kennt sie auch. Und es gibt Leute, die ihn mögen, es gibt Leute, die ihn hassen. Und dann gibt es die Presse. Und das bringt mich zu J.K. Simmons als J. Jonah Jameson. Sorry, der Chefredakteur des Daily Bugles. Großartig. Ich glaube, Top 3 bestes Casting in einem Superheldenfilm. Er ist so fantastisch, er ist so lustig, er ist so schnell und ich habe auch gehört, sehr viel von seinem Dialog ist improvisiert. Das liebe ich generell an diesem Spider-Man-Film. Diese Welt, dieses New York fühlt sich echt an. Es ist zwar ein Comic-New York, aber es fühlt sich echt an. Und selbst die kleinsten Nebenfiguren spielen hier echt eine große Rolle. Ich meine, Elizabeth Banks wurde auch gecastet, arbeitet auch beim Daily Bugle. Ted Raimi, Sam Raimis Bruder. An all diese Figuren kann ich mich jedes Mal erinnern. Und das, gerade wenn ich so über die anderen Spider-Man-Filme spreche, ist das teilweise nicht der Fall. Und man hat sich wirklich Mühe gegeben, bekannte Figuren aus dem Spider-Verse hier einzuführen, aber denen eine ganz eigene Note zu verpassen. Das Witzige ist dann auch, was ist Peters Job? Peter wird zu einem Fotografen. Das bedeutet, er macht Fotos von sich selbst als Spider-Man und verkauft sie an den Daily Bugle. Was macht der Daily Bugle? Redet Scheiße über Spider-Man. Das ist das Wichtige für das Storytelling von Peter Parker. Jedes Mal, wenn Spider-Man seinen Job richtig macht, leidet Peter Parker darunter, weil es bedeutet, dass er seine Freunde und Familie anlügen muss. Es bedeutet, dass die Presse Mist über ihn schreibt. Das heißt, diese Doppelidentität und dieser Struggle, Spider-Man und Peter unter einen Hut zu kriegen, das ist der ewige Struggle von Peter. Das ist gerade wichtig in Teil 2. Zu dem komme ich aber beim nächsten Mal. Und das Besondere ist, selbst neben Figuren wie J.K. Simmons, J. Jonah Jameson, sind keine reinen Arschlöcher. Ist er sarkastisch? Ja, ich meine, verdammt, ich benutze sein Lachen seit Ewigkeiten meinen Videos als Meme. Aber wisst ihr was? Selbst er hat das Herz am rechten Fleck. Denn wenn der Green Goblin angreift und ihn fragt, wer macht die Fotos von Spider-Man,
verrät er Peter nicht. Er sagt, irgendjemand anonym bringt sie per Post. Das zeigt uns, dass der doch kein Arsch ist. Er hasst nur Spider-Man und er ist ein bisschen hetzerisch ihm gegenüber. Aber er würde Peter nie wehtun wollen. Und das bringt uns auch dazu, dass wir den Green Goblin dann in Action sehen. Ja, ein paar der Szenen sind wirklich lachhaft. Dass er diese Granaten hat, die Leute einfach in Skelette verwandeln. Denn Norman verliert immer mehr den Verstand. Erst recht, nachdem seine eigene Firma ihn rauskickt. Dieser Drive des Green Goblins übernimmt immer mehr. Und ja, vieles davon ist cheesy. Viele One-Liner sind verdammt cheesy. Doch dann gibt es diesen einen Moment, wo er Peter entführt und das Gespräch, das er mit ihm auf dem Dach hat, wo er sagt, egal wie viel Gutes du tun wirst, diese City, wenn sie einen Grund hat, wird sie dich hassen. Und ich so, wow, wisst ihr, an welche Rede mich das erinnert? Das gleiche hat der Joker, also Heath Ledgers Joker, Batman gesagt in The Dark Knight. Das heißt erneut, das Drehbuch ist viel cleverer, als viele Leute zugeben wollen. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. Und das bringt uns dann auch dazu, dass Harry Osborn mittlerweile mit Mary Jane Watson zusammen ist. Und wir sehen auch so ein bisschen seinen Struggle. Er steht ja halt in den Schatten seines Vaters. Mary Jane hingegen, sie kriegt es immer noch nicht gebacken, Schauspielerin zu sein. Lügt aber Peter was vor, weil sie möchte auch ihm imponieren. Häufig lügen Charaktere oder probieren irgendwie zu überkompensieren, wenn sie eine Schwäche haben. Harry macht das mit Geld und Mary Jane häufig mit Lügen. Und Mary Jane lebt auch nur für andere Männer in ihrem Leben bis zum Ende des Films. Das ist was ganz Besonderes, weil auf dieser Partysequenz, wo auch der Green Goblin angreift, trägt sie ein rotes Kleid. Und was sagt Harry ihr? Er wünschte sich, dass sie das schwarze Kleid anziehen würde, weil ihr Vater schwarz liebt. Und kurz darauf gibt es noch einen Kampf zwischen Spidey und dem Green Goblin in einem brennenden Haus. Und generell, ich liebe es erneut, wie wild das Ganze gefilmt ist. Ich liebe, wie praktisch das alles ist und wie wenig es CGI gibt. Doch kurz danach haben wir eventuell meine Lieblingsszene des gesamten Films. Wir haben ein Thanksgiving-Dinner, wo alle Hauptfiguren vertreten sind und jeder auch probiert, irgendwas zu verstecken und es wird mit sehr viel Symbolik gespielt, mit sehr viel Farben. Was meine ich damit? Norman Osborn probiert jetzt nicht Green Goblin zu sein, sondern einfach nur Familiendinner. Er möchte die Parkers treffen, er möchte die Freundin seines Sohnes kennenlernen und welche Farben trägt er? Blau-Rot, Spider-Man-Farben, denn er möchte nun das Gute repräsentieren. Was hat Tante May an? Natürlich was Blaues. Das sind Peter-Parker-Farben, eventuell stehen sie für die Unschuld. Was trägt Mary Jane? Ein schwarzes Kleid. Warum? Weil sie gerade nicht sie selbst ist. Sie ist die Version von sich selbst, die Norman Osborn mögen könnte. Deswegen das Kleid mit der Farbe, auf die Norman Osborn steht. Why don't you wear the black dress? Just, I wanted to impress my father. Welche Farben hat Harry an? Er hat tatsächlich einen Mix an aus den Goblin-Farben und den Spider-Man-Farben. Ich glaube, es steht so ein bisschen für den Konflikt, den er fühlt. Denn hey, er steht immer zwischen den Fronten, zwischen allen Charakteren. Auf der einen Seite möchte er loyal zu seinem Vater sein, auf der anderen Seite möchte er so gut sein wie Peter. Und er ist ja auch neidisch auf Peter. Und was hat Peter an? Peter hat Goblin-Farben an, grüne Farben an. Und warum? Ich glaube, es repräsentiert die Tatsache, dass er gerade gegen den Goblin gekämpft hat. Und dann blutet er auch noch. Und Norman Osborn erkennt das. Er sieht Spider-Man-Blut auf seinen grünen Klamotten und kann eins und eins zusammenrechnen und rennt raus. Und erneut die Szene danach zwischen Norman und der Maske. So cheesy, aber gleichzeitig so großartig. Und das führt uns dann auch zur finalen Konfrontation. Weil Norman Osborn gibt sich jetzt seiner bösen Persona komplett hin. Er ist der Green Goblin, also greift er Peter Parker dort an, wo es wehtut. Erst Tante May und danach schnappt er sich Mary Jane Watson. Spider-Man greift ein, die City unterstützt ihn das erste Mal, was ich fantastisch finde. Und dann kommt es zum finalen Kampf. Und dieser finale Kampf ist wirklich 1:1 aus The Evil Dead. Ich meine, es findet statt auf einem Friedhof. Es ist verdammt blutig und düster. Ich weiß noch, als Peter das Blut von der Lippe tropfte, ich so, wow, da hat sich Sam Raimi wieder ordentlich was getraut. Und wie gesagt, das meiste ist in Camera. Kein CGI, einfach nur heftig auf die Fresse. Das Ganze endet dann auch damit, dass der Goblin den Helm abnimmt und sagt, Peter, Peter, ich bin's. Und in einem letzten Akt der Boshaftigkeit probiert er Peter mit seinem Glider zu ermorden. Peter weicht aus und er killt sich selbst. Und das Interessante ist, die letzten Worte, die er übrig hat, sind keine Goblin-Worte. Das sind Norman Osborn-Worte. Er sagt, bitte, sag meinem Sohn nicht, was ich getan habe, weil das ist ihm dann doch irgendwie wichtig. Das heißt, er hat einen Arc. Zum Schluss des Films erkennt er nochmal, was wichtig ist. Ich meine, kurz davor hat er nochmal einen schönen Moment mit seinem Sohn, den er in den Arm nimmt. Und das alles mündet dann auf der Beerdigung von Norman Osborn, wo auch Peter erkennt,
Ganz egal, was ich tue, die Geliebten in meinem Leben, meine Familie, meine Freunde, die Liebe meines Lebens, die werden den Preis zahlen. Ich kann mit Mary Jane nicht zusammen sein. Was halt hart ist, weil Mary Janes Arc war folgender. Sie hat immer nur für andere Typen gelebt und jetzt sieht sie, Peter ist der Einzige, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Sie kann sie sein und es ist absolut okay und deswegen möchte sie mit ihm zusammen sein, aber er verneint ihr diesen Wunsch, sagt, wir können nur Freunde sein. Er möchte sie schützen. Das ist die Verantwortung, von der Ben Parker gesprochen hat. Und deswegen ist er erst am Ende des Films dieser fertige Spider-Man. Währenddessen hat dann auch Harry einen besonderen Arc, weil er möchte Rache. Peter nimmt ihn in den Arm und weiß ganz genau, verdammt, er möchte Spider-Man töten. Ich bin Spider-Man. Aber ich kann ihm die Wahrheit nicht sagen. Norman habe ich's versprochen. Und ich möchte auch Norman ein bisschen ehren. Und ich möchte Harry noch nicht weiter kaputt machen, als er ohnehin schon ist. Dieser Film ist so großartig, alles stimmt. Ich kann diesen Film nicht hoch genug loben. Es gibt für mich zwei wirklich ganz tolle Origin-Stories, wenn es um Superhelden geht. Batman Begins von Nolan und Sam Raimis erster Spider-Man. Die Filmmusik, die Kameraarbeit, die Kostüme, die Farben. Ich meine, die haben auf alles geachtet. Ich habe davor schon über das Haus der Parkers gesprochen. Aber ganz ehrlich, das Anwesen der Osborns spiegelt sie genauso gut wider. Wir haben grüne Farben, es ist sehr kühl, es steht für die Beziehung der Osborns. Für mich war das Besondere an diesem Film aber folgendes. Nachdem ich ihn gesehen habe und er anderen Leuten gefallen hat, konnte ich ihn endlich sagen, genau deswegen liebe ich Spider-Man. Jetzt gibt es diesen einen Film, den ich Leuten empfehlen kann und sagen kann, schau dir diesen Film an und dann verstehst du, warum ich Spider-Man so liebe, warum mir dieser Charakter so sehr am Herzen liegt. Und ich weiß, ich habe ja in der Vergangenheit darüber gesprochen, warum Tom Holland kein wirklich guter Spider-Man für mich ist. Und ich rede nicht vom Schauspieler, ich rede davon, wie er geschrieben ist. Aber genau deswegen, weil ich diesen Film so liebe, weil ich diese Interpretation so liebe und weil sie so nah an der Vorlage dran ist, ich hoffe, heute versteht ihr mich ein bisschen besser. Deswegen liebe ich Spider-Man, weil es der Junge ist, der immer wieder auf die Mütze kriegt. Und nur wegen seinem moralischen Kompass und seiner Verantwortung gegenüber seinem Onkel macht er weiter. Das macht diesen Charakter für mich aus, nicht der nächste Iron Man werden zu wollen. Und es sollte nie böse klingen, wenn ich so über die MCU-Version gesprochen habe. Und ich werde generell noch über die zwei MCU-Filme sprechen. Ich habe da auch Positives zu sagen. Nein, aber ich hoffe, ihr erkennt, dass es aus meinem Herzen herauskommt, dass ich eigentlich mir nur mehr wünsche, weil ich diese Figur so liebe. Vielleicht seht ihr meine Kritik an Tom Holland nach diesem Video etwas anders. Generell ja, nicht alles ist gut gealtert. Es gibt ein paar CGI-Sequenzen, die sind nicht wirklich toll. Aber weil dieser Film wirklich gut geschriebene Figuren hat, sich komplett bewusst ist, dass es eine Comic-Adaption ist und deswegen auch cheesy sein kann, cheesy sein will, aber gleichzeitig die Figuren doch recht komplex schreibt, hält er sich bis heute verdammt gut. Auch ästhetisch hält er sich gut. Ich glaube, dieser Film wird besser altern als viele MCU-Filme. Warum? Weil das meiste nun mal in-camera ist. Das meiste sind Sets, das meiste sind Kostüme. CGI ist ein Hilfsmittel. Das erkennt man jetzt und das sticht jetzt wirklich extrem heraus. Aber ich glaube, wenn wir in 5, 6, 7 Jahren nochmal Endgame gucken, werden wir erkennen, oh mein Gott, alles ist Greenscreen. Oh mein Gott, da ist ja echt nichts wirklich in Camera. Und dieser Film hat das wesentlich besser gemacht. Es ist die Vision von einem Mann, der Spider-Man liebt, der wirklich eine unfassbare Liebe für diese Figur hat. Ich habe wahnsinnig Respekt davor, denn er hat genau eingefangen, was ich an dieser Welt, was ich an dieser Figur und was ich an Comics liebe. Denn häufig sieht der Film halt auch aus wie Comic-Panels. Es gibt sogar tolle Übergänge, die mich verdammt ans Comic-Lesen aus meiner Jugend erinnern. Und genau deswegen empfehle ich diesen Film bis heute ohne Ende. Er wurde dabei eventuell getoppt von einem Sequel. Ein Sequel, das wesentlich persönlicher ist als Teil 1. Wenn Teil 1 eine perfekte Origin-Story ist, dann ist Teil 2 der perfekte Peter Parker-Film. Aber warum das so ist, das verrate ich euch nächste Woche. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Sam Raimi's Spider-Man 1? Das ist ganz spannend. Ich hätte locker noch eine Stunde weiter sprechen können. Es gibt so viele Sachen, über die ich noch sprechen wollte und so weiter. Aber dieses Video wäre dann viel zu lang geworden. Deswegen mache ich hier einen Cut und frage euch einfach, wie steht ihr zu Spider-Man 1 von Sam Raimi? Seid ihr Fans generell vom Charakter und freut ihr euch auf diese Rewatch-Reihe? Lasst mich all das wissen in den Kommentaren. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.